habe keine Ahnung, es klang aber dringend. Ecki hat mir seinen Wagen geliehen, Georg. Ich muss arbeiten, ich habe einen Termin. Da muss dein Mandant eben mal warten. Du kannst mich doch wenigstens da vorbeifahren, das ist ein kleiner Umweg. Alex, das hier geht vor. Hat er gesagt. Kann er sich dann bitte an so einen Ort verirren? Keine Ahnung, klang aber dringend. Ecki? Ecki? Da bist du ja endlich. Was ist denn passiert? Nichts. Was soll denn sein? Ich seh's dir doch an. Ich hab Pech gehabt. Hallo Leute, ich muss. Ecki. Also gut. Ich hab gepokert. Du kannst doch gar nicht pokern, du kannst nicht mal bluffen. Ja, das weiß ich jetzt auch. Aber die haben mir das Spiel ja vorher erklärt. Was? Wer denn? Am Anfang, da habe ich richtig abgeräumt. Das hättest du mal sehen sollen. Deswegen kutschiert mich Georg durch die ganze Stadt, um dir beim Kartenspielen zuzuschauen? Spinnst du jetzt total, oder was? Nein, nicht deshalb. Ich brauche Geld. Geld? Da rufst du ausgerechnet Georg an. Ich habe nur gesagt, dass Georg mir bitte meinen Wagen bringen soll. Den Wagen? Das Auto? Du hast im Ernst den Wagen verspielt? Sag, dass das... Du hast eine Woche für die Kohle. Danach verklappen wir die Karre. Wie viel hast du denn verloren? Wie heißt denn das hier? Haferkamp. Haferkamp, bitte. Danke. Du hast unseren Wagen verspielt. Das ist mein Wagen, okay? Na, ist ja gut. Wie bist du überhaupt hierher gekommen? Eine Betriebsprüfung, das ist alles. Eine Betriebsprüfung in diesem Laden? Ja, die haben Nebenräume steuerlich in ihrer Bilanz angegeben und ich wollte wissen, wofür. Na, zum Pokerspielen, ist doch klar. Ich weiß, dass das illegal ist. Aber du hast fröhlich mitgemacht, gratuliere. So, Jungs, ich habe jetzt einen Termin irgendwo da draußen im richtigen Leben. Tschüss. Alex! Und nun? Na, ich gehe da jetzt rein, suche mir ein Telefon und rufe uns ein anderes Taxi. Ja, hast du dafür Geld? Sie ist zweifelsfrei erdrosselt worden. Eine Schnur oder ein Seil erzeugt solche Quetschungen. Und die Spusi hat Faserspuren gefunden. Vom Tatwerkzeug? Am Hals von Charlotte Winter, ja. Das? Lag im Gartenhaus. Passt vielleicht. Ich geb's mal ins Labor. Ein Weghandschuh. Was sagt denn der Ehemann zu dem Fund? Herr Winter bestreitet nicht, das Seil gekauft zu haben. Die Handschuhe gehören ihm auch. Für Gartenarbeit, behauptet er. Wir haben keine Einbruchsspuren, ne? Thomas Winter war alleine hier. Ja, sieht wohl so aus. Was ist mit seiner Kopfwunde? Naja, der Sunny sagt, davon kann man schon ohnmächtig werden. Man kann sich das aber auch selbst beibringen, wenn man will. Mensch, ist doch klar, dass der Muskelprotz gleich zugreift, wenn du ihn dem Schlüssel direkt vor die Nase hältst. Okay, das habe ich jetzt nicht gehört. Ja, ich habe ja auch nichts gesagt. Ich hasse Spaziergänge bei so einem Wetter. Du hattest den Wagen doch sowieso schon an deine neuen Freunde verloren. Das konntest du doch gar nicht wissen. Aber ich habe das gemerkt. Wieso hättest du den Wagen sonst so schnell haben wollen? Georg, die haben mich betrogen. Dazu gehören immer zwei. Hast du deine Uhr noch? Hör doch mal auf, mich zu quälen. Mensch, spätestens da hättest du misstrauisch werden müssen. Wie viel hast du überhaupt auf den Tisch gelegt? Alles. Wie viel alles? Alles, was ich in der Tasche hatte. Du hast doch nie was in der Tasche. Ja, genau, weil ich die Karre immer voll tanken muss, damit du sie leer fahren kannst. Weißt du überhaupt, wie teuer Benzin ist? Weißt du, was ein ausgebildeter Privatdetektiv kostet? Ach, du redest ja schon wie ein Politiker. Fahren Sie mehr Bahn. Dabei haben die keine Ahnung, wie teuer das ist. Kann ich Ihnen helfen? Ja, ich bin die Anwältin von Herrn Winter. Wo finde ich meinen Mandanten? Der ist drin. Danke. Können wir nicht später reden? Nein, können wir nicht.
Meine Frau ist vor meinen Augen umgebracht worden. Gerade deswegen müssen wir reden, Herr Winter. Warum haben Sie nicht die Polizei gerufen? Die war doch schon da. Die Kollegen sagen, Sie waren allein am Tatort. Es gab sonst keine Spuren. Was soll das heißen? Ich hätte Charlotte ermordet. Tot im Schlafzimmer. In den meisten Fällen war es der Ehepartner. Zu 90%, sagt die Statistik. Dann handelt es sich hier um die restlichen 10%. Was machst denn du hier? Guten Tag, Frau Springer. Ich vertrete anwaltlich die Interessen unseres Mandanten, Herrn Winter. Die schicken dich? Wer sind Sie? Alexandra Holtkamp, ich. Wo ist Dr. Oppenheit? Dr. Bremer? Die Herren sind im Urlaub und leider nicht erreichbar. Das darf ja wohl nicht wahr sein. Wie alt sind Sie? Ich bin zurzeit die einzige Unterstützung, die Ihnen unsere Kanzlei stellen kann. Hat Ecke dich hergefahren? Lass dich wieder abholen, bevor es ernst wird. Wollen Sie meinem Mandanten seinen anwaltlichen Beistand verwehren? Ich schätze, das hätte Konsequenzen. Ach, schätzt du? Überschätz dich nicht. Das hier ist ein Tatort, kein Spielplatz. Kein Schüppchen, kein Förmchen dabei. Wir haben eine Leiche, Alex. Und ich habe einen Mandanten. Richtig, Herr Winter? Also, zu den Fakten. Wenn sonst niemand hier war, wer hat die Polizei gerufen? Die Nachbarin. Sie ist Tatzeugin? Nein. Sie hat nur jemanden im Garten stehen sehen und hat die Leitstelle angerufen. Hier in der Gegend wird oft eingebrochen. Zufrieden, Frau Anwältin? Ja, Frau Hauptkommissarin. Also war doch jemand hier. Nicht hier drin! Haben Sie irgendwelche Anhaltspunkte, die meinen Mandanten belasten? Abgesehen davon, dass Herr Winter eine Leiche in seinem Schlafzimmer hat, gibt es ein Seil, das ist möglicherweise das Tatwerkzeug. Und es gibt Einweghandschuhe, deswegen finden wir auch keine Fingerabdrücke. Ah, verstehe. Keine Abdrücke meines Mandanten. Das klingt ja nach dringendem Tatverdacht. Alex! Ich bin dafür, wir setzen das Gespräch im Präsidium fort. Sie wollen mich festnehmen? Nein, Frau Springer hat keinen Haftbefehl. Frau Springer braucht keinen Haftbefehl. Wir können nachweisen, dass er das Seil und die Handschuhe gekauft hat. Und er war allein am Tatort. Das nennt man einen dringenden Tatverdacht. Sie wollen meinen Mandanten also jetzt festnehmen? Nein. Wir wollen uns mit ihm unterhalten im Präsidium, während wir auf die Auswertung des Labors warten. Packen Sie etwas ein, Herr Winter. Du kennst doch die Anna Springer ganz gut. Lass Anna aus dem Spiel, die hat genug andere Probleme. Ich dachte, man kann bei den Typen mal so einreiten, so richtig, mit Blaulicht und so. Du, da rennen die doch wie die Hasen. Da wette ich meinen Wagen drauf. Ecki, deinen Wagen würde ich erstmal in der Garage lassen. Wie weit ist es denn noch? Mit Wagen eine halbe Stunde. Mit Wagen und ohne? Jetzt stell dich nicht so an. Geben Sie mir 5 Minuten, bitte. Bist du eigentlich gegen Diebstahl versichert? Vergiss es, Ecki. Ja, wieso? Immerhin haben sie dir den Schlüssel aus der Hand gerissen, nicht mir. Das musst du mit deinen neuen Freunden ausmachen, ganz allein. Wenn die mir blöd kommen, dann lass ich die hochgehen. Dann mache ich den Laden dicht. Ja, Ecki. Ja klar, dann nehme ich meine ganze Truppe mit. Ja, ist klar. Ja, tut sich da was? Guck mal nach deinem Mandanten. Es ist etwas Furchtbares passiert. Verstehen Sie? Ich würde nach Hause laufen, aber es ist zu Hause passiert. Ich würde meine Frau um Hilfe bitten, aber es ist ihr passiert. Verstehen Sie mich? Herr Winter? Frau Holka? Einen Moment noch. Machen Sie jetzt keinen Fehler, Herr Winter, bitte. Sie glauben, dass ich das war. Aber da war jemand. Der hat mich niedergeschlagen und er hat meine Frau umgebracht.
Wir werden das aufklären. Ich kann doch jetzt nicht in der Zelle sitzen und eingesperrt sein, wenn der Mörder frei herumläuft und die Polizei sucht nicht nach ihm. Dann werde ich das tun. Ich kenne jemanden, der uns helfen wird. Ich kann in engen Räumen nicht atmen. Nein, warten Sie! Ich habe meiner Frau nichts angetan. Glauben Sie mir? Ja, ich glaube ihn. Herr Winter? Frau Holker? Oh, das glaube ich nicht. Was war denn das für ein Wagen? PKW, grau. Welcher Typ? Konnte ich nicht erkennen, war zu schnell weg. Aha, dann geben Sie eine Fahndung raus nach PKW Grau. Konnte ich nicht erkennen, war zu schnell weg. Ich hatte drei Buben und zwei Damen. Full House, Ecki, Full House. Auf einmal hat der eine 5 rote Karten in der Hand. Ich wusste ja nicht, dass das mehr ist. Sagt ihr, ein beruflicher oder privat? Super Tarnung. Ecki, ich erkläre es dir jetzt mal ganz einfach. Die haben dich beschissen nach Strich und Faden, okay? Nein, das ist nicht okay. Erste Regel beim Pokern, man steht nicht vom Tisch auf, bevor man gewonnen hat. So lange läuft das Spiel. Verdammt. Was denn? Die Akten, meine Tasche. Ich habe meine Tasche da stehen lassen. Wo denn? Welche Akten? Bei der Pokerrunde in der Werkstatt, die Steuerprüfung. Wenn ich den Bericht nicht fertig mache, dann macht mein Chef mich fertig. Dein Chef, dein Auto, dein Problem. Ich leide gern mein Fahrrad. Gute Fahrt. Geh auf die haben Hund da draußen. Ein Kampfhund. Na, ist doch prima. Kannst die Hundesteuer in bar kassieren. Viel Spaß. Mensch, Tür zu! Habt ihr irgendjemanden draußen gesehen? Polizei oder so? Ja, nein. Warum? Scheiße, echt? Was ist denn los? Es sieht ganz anders aus, als es ist. Beruhigt mich. Sieht nämlich so aus, als ob die da draußen jemand suchen, der sich hier drin versteckt. Na schön, dann sieht's eben nicht anders aus, als es ist. Er hat nichts gemacht. Ist offenbar eine Minderheitenmeinung. Wer hat nichts gemacht? Mein Klient. Er hat seine Frau nicht ermordet. Er ist kein Mörder. Aber er wird verdächtigt? Ein Mörder? Ja, nur regt euch nicht auf. Wir sind weg, weil ihm keiner glaubte. Wir? Du hast ihm zur Flucht verholfen? Wie, du versteckst ihn hier? Oh, die Kavallerie. Grüßte. Hallo, Anna. Er ist nicht hier. Darf ich mich umsehen? Braucht man dazu nicht einen Durchsuchungsbefehl? Georg? Freifahrt. Gucken Sie mal im Buch nach. Ruf ist auch viel Anzeige. Ja, da war es das wohl. Nichts. Aber keine Angst. Wir finden ihn. Ja, es tut mir sehr leid, ich würde ja gern. Ins Gefängnis? Das kannst du haben. Sofort. Ich bin seine Anwältin. Falsch, Alex. Beihilfe. Du bist die längste Zeit Anwältin gewesen. Mein Mandant hat ein Recht auf meine Hilfe. Wieder falsch. Du brauchst Hilfe. Such dir einen Anwalt. Und zwar einen guten. Anna, bitte. Ja, okay. Da hast du's. Ich verhafte dich nur nicht, weil mir Georg sonst von morgens bis abends auf die Nerven geht. Bedank dich bei ihm. Dann wäre das ja jetzt erledigt. Ja. Das wäre erledigt. Du legst dein Mandat nieder, und zwar sofort. Mann, oh Mann, oh Mann. Was? Das geht nicht. Hat niemand, der ihm glaubt. Du kannst ihm ja weiterhin glauben, aber du wirst ihn nicht vertreten. Oh, Georg, du würdest auch alles für deinen Klienten tun. Falsch, Alex. Ich habe mal alles für einen Klienten getan. Seitdem bin ich kein Anwalt mehr. Siehst du da irgendeinen Zusammenhang? Es gab keine andere Möglichkeit. Als die Flucht?
Dein Studium, dein Referendariat, das kannst du alles begraben, Alex. Mensch, jetzt hört doch mal auf, so rumzubrüllen. Die Anwaltskammer entzieht dir doch sofort die Zulassung, ruckzuck. Das ist meine Entscheidung, Georg. Dafür haben wir dich nicht so lange unterstützt. Mensch, und ich dachte schon, du hast wirklich jemanden in Georgs Küche versteckt. Nee, hab ich nicht. Bin er nicht blöd. Ja, Gott sei Dank. Er ist im Besenschrank. Wie bitte? Ja, er hat niemanden umgebracht. Er hat gerade seine Frau verloren. Man kann ihn jetzt nicht in irgendeine Zelle sperren. Er kann nicht atmen in engen Räumen. Er kann nicht atmen in engen Räumen, aber parkt gemütlich in meinem Kühlschrank? Alex, wach doch mal auf! Und du sei vorsichtig. Egal, was du sagst, ich werde ihm helfen. Gut, dann mach ich's kurz. Raus. Mit dir, mit ihm, raus. Thomas? Thomas Winter? Ich bin's. Ecki. Ecki? Grundschule, Gymnasium, Eckehard-Thalkötter. Eckehard-Thalkötter? Das ist ja ein Ding. Iti? Nach Hause telefonieren. Ne? Ja. Mensch. Kennen sich. Sie sind Herr Witzberg? Frau Holtkamp hat mir von Ihnen erzählt. War das bevor oder nachdem Sie beschlossen haben, Alex' Zukunft zu ruinieren? Georg. Mensch, Ecki. Ja. Musste das eben sein? Kannst du mir nicht helfen? Alex, dir ist nicht mehr zu helfen. Ich mein's ernst, Georg. Ich brauche deine Unterstützung. Nein. Du könntest recherchieren, du könntest den Fall untersuchen. Alex, nein. Die Kanzlei würde dich auch bezahlen. Trotzdem nein. Und wenn du beweisen kannst, dass ich falsch liege? Was wären dann? Dann lasse ich sofort die Finger davon. Ich schwör's. Danke. Schon gehaust. Vor dem Studium ein paar Wochen. Bis die unten im vierten Stock in meiner WG endlich das Zimmer freigemacht haben. Das war echt toll. Die Jukebox. War eigentlich schon immer kaputt. Spielte nur noch eine Platte. Das war mein Lied. Verstehe. Irgendwann hat der alte Kasten komplett den Geist aufgegeben. Leider. Hier war echt schon ewig keiner mehr. Gutes Versteck. Mhm. Und viele schöne Erinnerungen. Erste Liebe? Entschuldigung. Sie müssen sich nicht entschuldigen, Alex. Wollen Sie darüber reden? Ich meine, über Ihre Frau und was geschehen ist. Moin. Guten Morgen. Ob das ein guter Morgen wird, das entscheidet das Kriminallabor, mein lieber Overbeck. Ja, genau. Darum sage ich ja guten Morgen. Die Faserspuren am Hals der Toten entsprechen dem Materialfund. Der Schnur im Gartenhaus? Exakt dasselbe Material. Die Ware ist immer unterschiedlich. Deswegen steht eindeutig fest, die Schnur stammt genau von dieser Rolle. 9,10 Meter sind auf der 20-Meter-Rolle noch drauf. Und? Erinnern Sie sich an das Auto vor der Villa? An den Kotflügel? Sah aus wie ein Unfallschaden. Charlotte Winter ist damit gefahren und in ein anderes Auto gerast. Mit 1,2 Promille. Oh. Die Kollegen haben mir das Protokoll gefaxt. Und das war vorgestern. Ist das Ihre Aussage? Angeblich hat sie sich mit ihrem Mann gestritten und ist dann einfach losgefahren. Ich hatte Angst vor Thomas und bin davon, es war eine Notsituation. Auch möglich, dass sie nur Mitleid von den Beamten wollte, damit sie da straffrei rauskommt. Aber auch möglich, dass sich unser Tatverdacht erhärtet. Das ist doch gut. Aber schlecht für Alex. Was ist denn jetzt? Taxiquittung. Ja, kann ich von der Steuer absetzen, ja, ich weiß. Dafür müsstest du sie erst mal bezahlen. Das ist der einzige Grund, warum ich mitgekommen bin. Du hast unseren Wagen verspielt. Schon vergessen? Mein Wagen. Und ich werde ihn mir zurückholen.
Ich werde pokern lernen und ihn zurückgewinnen. Zum Pokern bist du viel zu ehrlich. Gitti, hör auf. Hattest du echt früher eine Brille? Ja, war eine Idee von meiner Mutter, damit die aufhört, mich so oft zu verprügeln. So nach dem Motto, kleine Jungs mit Brille schlägt man nicht. Naja, hat ja nichts genützt. Sag mal, was machst denn du da? Du, ich wollte dir bloß beweisen, dass hier jeder in das Gartenhaus reinkommt. Kann doch jeder rein, die Tür ist doch offen. Und was sollen wir jetzt hier drin? Nach Hause telefonieren. Ach, hör doch mal auf, Georg, du bist echt ein Arschloch. Entschuldigung. Sag mal, viel Gartenkram hat er aber nicht. Ich meine, wer so ein Haus hat, der hat doch sowieso einen Gärtner. Naja, Hauptsache um die Rosen kümmert er sich selbst. Mann, Georg. Morgen. Sie sind's. Ich habe was zu essen und was zu lesen besorgt. Ist Ihnen auch niemand gefolgt? Bestimmt nicht. Haben Sie Hunger? Danke. Wir müssen dringend reden, Herr Winter. Der Tatverdacht beruht hauptsächlich auf dem Seil und den Handschuhen. Ich kann nur sagen, ich war es nicht. Ja, wenn wir erklären können, warum Sie die Dinge haben, wird die Polizei so schnell wie möglich anderen Spuren nachgehen, statt Sie zu verdächtigen. Ich mache ja nicht viel im Garten. Nur die Rosen. Dafür das Seil? Für die Stauden, zum Festbinden. Und die Handschuhe? Den Dünger und die Schutzmittel sollte man nicht an die Haut kommen lassen. Verstehe. Ich konnte ja nicht ahnen, dass das mal Mordwerkzeuge werden. Glauben Sie, ich habe meine Frau gepackt, sie erdrosselt und ihr beim Sterben zugesehen? Einfach so. Gehen Sie nicht ran? Nein, das ist gerade keine gute Idee. Das ist mein Chef. Dr. Hoppenheit? Thomas Winter hier. Nein. Nein, das war ganz allein meine Entscheidung, die Sie bitte akzeptieren. Hören Sie zu, Hoppenheit. Ich bedanke mich bei Ihnen für Ihre Unterstützung. Frau Holtkamp ist mir wirklich eine sehr große Hilfe, die ich zu gegebener Zeit entsprechend honorieren werde. Wieder ran. Danke. Was machst denn du da? 20 Meter Seil waren auf der Rolle. 9,10 Meter sind noch drauf, sagt Anna. Kennst du die? Nee. Aber vielleicht soll ich die mal kennenlernen. Abgeschrieben hat der Idiot auch immer. Ich konnte ihn noch nie leiden, den Thomas. Dann frage ich mich, was du hier machst. Ich bummel Überstunden ab. Vom Pokern oder was? Thomas hat ein Problem. Ist doch super, ohne mich kommt er da nicht raus. Na ja, dann tu mal was für deinen Freund. Ist nicht mein Freund, ist dein Klient. Und du kriegst noch Geld von Alex Kanzlei dafür. Das brauche ich ja auch fürs Taxifahren. Nochmal fürs Protokoll. Das Taxi hat verdammt nochmal ich bezahlt. Weil du den Wagen verspielt hast. Du bringst mir Pokern bei, das schwöre ich dir. Ohne Widerrede. Stetten? Ja. Aber gestohlen wurde bei Ihnen nichts. Bei mir hat ja keiner eingebrochen. Aber Sie haben doch die Polizei gerufen. Ja, weil jemand im Garten war. Kommen Sie. Wer denn? Ein Fremder. Groß, kräftig, dort unten am Zaun. Ich habe den Mann nur von hinten gesehen. Für mein Haus hat er sich ja nicht interessiert. Ja, vermutlich, weil Sie zu Hause waren. Keine Ahnung. Er weiß schon, was für ein Einbrecher attraktiv ist. Jedenfalls hat es eine Ewigkeit gedauert, bis die Polizei kam. Der Kerl ist also auf Ihr Grundstück und dann darüber, ja? Genau, zu den Winters, ja. Sagen Sie mal,
Sie kennen sich doch näher. Thomas Winter und Sie. Wie meinen Sie das? Ich bin von seiner Anwältin engagiert. Ich stehe auf seiner Seite. Thomas hat es Ihnen also gesagt. Offenheit ist unser oberstes Prinzip. Es war eine Affäre. Mehr nicht. Wir haben uns getroffen. Immer bei mir. Niemals bei ihm. Thomas ist ein attraktiver, starker Mann. Ist seine Frau dahinter gekommen? Es war nie was Ernstes. Thomas wollte nichts mehr riskieren. Da frage ich mich, ob seine Ehe ernst war. Das frage ich mich auch. Charlotte lag auf dem Bett. Sie rührte sich nicht. Und Sie? Was haben Sie getan? Sie sind ins Zimmer gekommen. Ich habe mit dem Mann gekämpft. Versucht, auf ihn einzuschlagen, mich zu wehren. Aber ich hatte keine Chance, er war zu kräftig. Diesmal stört mich keiner, das hat er gesagt. Dann hat er auf mich eingeschlagen. Ich habe die Besinnung verloren. Dieses Mal. Also hat der Mann vielleicht sowas schon mal getan? Er wirkte sehr routiniert. Die Knoten, all das. Ein Psychopath? Wiederholungstäter vielleicht? Gibt es sonst noch was ich wissen müsste? Ja. Ich bin sehr froh, dass Sie mich vertreten. Sobald die Polizei den Mörder sucht und eine Spur hat, stelle ich mich den Behörden. Georg ist wirklich der Beste. Und Eggy arbeitet ja auch daran. Er hilft mir. Es zeigt Größe. Was haben wir als Kinder E.T. verprügelt und getriezt? Sagen Sie ihm, dass mir das heute leid tut. Sehr leid tut. Ach, das hat Eggy bestimmt längst vergessen. Das sieht dem Typen ähnlich. Der brave Ehemann und dann so eine Nummer. Woher wusstest du, dass er seine Frau betrogen hat? Ich hab geblufft, Eggy. Verstehst du nicht, oder? Doch, verstehe ich. Er hat seine Nachbarin flachgelegt. Neidisch? Das wird Alex gar nicht gefallen. Ich bin nicht angetreten, damit Alex ihren Spaß hat. Und Thomas Winter ist nicht nur der trauernde Ehemann. Winter hat vor versammelter Mannschaft dem Fahrer seiner Großbäckerei eine übergebraten. So verdient er also sein Geld? Also ich meine mit Brot und Brötchen. Wie bist du darauf gekommen? Umfeldrecherche nennt man das. Körperverletzung. Hat ihn jemand angezeigt? Nee. Naja, ich meine, ein Firmeninhaber klebt seinem Angestellten ein. Der Mann hat einen gebrochenen Kiefer. Das kann man ja wohl schwerlich eine Kleben nennen. Kommt drauf an, wie man den Kiefer wieder hinkriegt, also ob Kasse oder privat. Ja, das ist doch wirklich nicht witzig. Ja, ist schon gut. Und unsere Alex, die weiß ja nichts davon. Alex will alles richtig machen und helfen. Mhm. Dann soll sie doch Krötentunnel bauen oder Wale retten. Geht mir sowas von auf die Nerven, deine kleine Anwältin. Und mir erst. Meinst du, wie die mal wird, wenn sie ausnahmsweise mal recht hat? Ja, behauptest du etwa auch, dass der Ehemann mit der Tat nichts zu tun hat? Ich will nur, dass Alex zur Vernunft kommt. Und dabei sind wir beim Thema. Overbeck habe ich unter Kontrolle, aber die anderen haben die Flucht mitgekriegt. Da kommt was auf Alex zu. Was glaubst du, wann die Staatsanwaltschaft offiziell in Gang kommt? Einen Tag kann ich das unterm Tisch halten, aber dann liegt mein Bericht oben. Verstehe. Danke, Anna. Winter muss sich stellen. Und Alex braucht eine Geschichte, in der Beihilfe nicht vorkommt. Stöch? Nein. Ja. Overbeck, ich habe da was zu rechnen für Sie. 3x80, 2x90, 1 Meter, 1,10 Meter, 1,20 Meter, 1,30 Meter. Macht zusammen. Was soll das? Sie suchen noch das Tatwerkzeug, oder? Das Seil, ja und? Macht zusammen 8,80 Meter, 9,10 Meter sind noch auf der Rolle. Bleibt ein Rest von 2,10 Meter. Schönen Tag noch. Das hätte Ihr Auftritt sein müssen, Overbeck. Finden Sie dieses verdammte Seil. Thank you.
Ecki. Ja, Mensch. Thomas Winter hat mir mal mein Taschengeld abgenommen. Jede Woche. Also, jeder kriegt 5 Karten. Wenn alle 5 vor dir liegen, dann kannst du sie aufnehmen. Da wusste schon damals, wie man alle für sich gewinnt. Schüler, Lehrer und irgendwann auch noch unsere Schulschönheit. Ach, und von der träumst du noch heute? Ich kann sie dir ja mal in meinem Abi-Buch zeigen. Er hat sie natürlich bekommen. Passten gut zusammen. Deshalb ist Thomas heute ein Mörder. Thomas? Ich sage nur, dass er manipulativ war. Das ist ja eine Charaktereigenschaft irgendwie. Und alle, die so sind, haben ihre Frau auf dem Gewissen, oder was? Das meine ich ja nicht. Keine. Ich nehme 4. Ecki, wenn man schlechte Karten hat, dann muss man bluffen. Ich kann nicht bluffen. Deswegen bist du auch ein Fußgänger. Keine. Habe ich gewonnen? Es tut Thomas sehr leid, wie er dich behandelt hat in der Schule. Das hat er gesagt? Er kann auch gar nicht verstehen, dass du Georg hilfst, den Mörder zu finden. Thomas Winter ist manipulativ. Beweisstück A und Beweisstück B gerührt am Küchentisch. Deswegen wolltest du mich sprechen, Georg. Anna gibt dir noch 24 Stunden. Droht sie mir etwa? Wo ist Thomas Winter? Wenn wir den Mörder finden oder eine Spur von ihm, dann wird er sich stellen. Lass mich mit ihm reden. Wo ist er? Du weißt doch noch, was anwaltliche Schweigepflicht ist, oder? Ach, Alex. Was denn? Ich soll mich an die Regel halten. Das hast du gesagt. Könnt ihr bitte beide mal aufhören? Den großen Unbekannten gibt es wirklich. So viel steht fest. Das hat Georg rausgefunden, Alex. Thomas hat nicht gelogen. Ach, Gratulation. Thomas sagt die Wahrheit. Das ist immer was ganz Neues. Frag Thomas Winter mal nach dem Seil, mit dem seine Frau ermordet wurde. Und frag ihn auch mal nach der schweren Körperverletzung. Körperverletzung? Frag ihn, warum er seine Frau mit seiner Nachbarin betrogen hat und wie es um seine Ehe stand. Ach, ist dir das alles neu? So viel zum Thema Wahrheit. Noch was? Reicht dir das noch nicht? Finde den Einbrecher. Mach nichts, wenn schnell geht. Kriegst ja Geld dafür. Alex, ich tue das nur, um dir die Augen zu öffnen. Das weißt du ganz genau. Mensch, warum stellt er sich nicht? Gute Frage. Halt die Klappe. Tut mir leid, Ecki. Red du doch mal mit ihr. Was ist falsch daran, einem Unschuldigen beizustehen, hm? Müssen wir ja nicht ausgerechnet von Georg anhören, dass ich alles nach Lehrbuch machen soll. Er macht sich Sorgen um dich. Das weißt du doch. Deswegen brüllt er mich an? Er war noch nie ein Mann der großen Worte. Aber er lässt sich niemals im Stich. Red noch mal mit ihm, Ecki. Red noch mal mit ihm, red noch mal mit ihr. Die Steuernummer von Thomas Winter, die wolltest du da haben. Ja, danke dir. Gerne. Mahlzeit.
Georg? Sie sind ja doch hier. Ich habe Ihren Wagen gar nicht auf dem Parkplatz gesehen, Herr Thalkötter. Herr Grabowski. Einen Moment bitte, ja? Was kann ich für Sie tun? Na, die Steuerprüfung im Haverkamp. Ich habe da noch keinen Bericht von Ihnen bekommen. Nein? Arbeiten Sie an etwas anderem? Nein. Ich habe da noch eine ungeklärte Sacheinnahme, um die ich mich kümmern muss, in erheblicher Höhe. Ich kläre das. Ist Ihnen nicht gut? Doch. Ja, dann. Georg? Sacheinnahme? Sag mal, meinst du unser Auto? Mein Auto. Aber das ist jetzt auch egal. Was hast du denn? Ein Motiv. Sie haben gelogen und Sie erzählen mir jetzt, warum. Wovon reden Sie, Alex? Körperverletzung. Wie bitte? Schwere Körperverletzung. Woher wissen Sie das? Es wurde niemals Anzeige erstattet. Ob es eine Anzeige gab oder nicht, es ist relevant. Für die Verteidigung und auch schon für den Verdachtsmoment. Verstehen Sie? Ich muss sowas wissen. Okay. Tut mir leid. Also, Name, wann war das? Hillmann. Norbert Hillmann, glaube ich. Er ist Fahrer in der Firma. Er hat gestohlen, ich habe ihn erwischt. Das war so vor 3 Jahren. Gut, weiter? Ich muss alles wissen, Herr Winter. Mehr war da nicht. Nein, so nicht. Ich lege das Mandat nieder. Das können Sie nicht machen, Alex. Sie hatten eine Affäre. Wussten Sie nicht, dass das auch von Bedeutung ist? Ich werde jetzt gehen. Viel Glück. Wer hat das gesagt? Wer hat gesagt, ich wäre fremdgegangen? Sie tun mir weh. Sie verstehen mich nicht. Bitte. Wer hat das gesagt? Meine Nachbarin? Sabine? Sabine Stetten? Ja. Sie dürfen ihr nicht glauben. Bitte. Warum sollte diese Frau lügen? Hm? Weil diese Schlampe es nicht ertragen hat, dass ich Nein gesagt habe. Weil ich Charlotte alles erzählt habe. Darum. Das haben Sie mir aber nicht erzählt. Sie dürfen ihr nicht glauben. Sonst bin ich doch der Ehemann, der nichts auf seine Frau gibt. Der Mann, der seine Frau loswerden wollte. Nicht, wenn der Mörder gefunden wird. Die Polizei wird nach niemand anderem suchen, wenn sie mich erst haben. Das ist einfach zu perfekt. Sie sind die Einzige, die mir geglaubt hat. Die Einzige, die mir helfen kann. Gehen Sie in mein Büro. Im Aktenschrank ist ein roter Ordner mit privaten Unterlagen. Ich bitte Sie nur darum. Schauen Sie danach. Dann entscheiden Sie. Bitte. Mein Chef sitzt mir im Nacken. Mir gehen die Ausreden aus. Ich brauche die Akten vom Haverkamp. Und deinen Wagen? Ja, ja, aber ohne den Bericht bin ich geliefert. Was soll denn das alles? Hier steht ja überhaupt nichts von Thomas Winter drin. Das ist ja der Witz. Solche Momente gefallen dir, hä? Jetzt spuck's aus, Ecki. Der Name Thomas Winter taucht in den steuerlichen Auswertungen der Firma nicht auf, weil ihm nichts davon gehört. Was heißt das im Klartext? Er hat nichts. Den Laden hat seine Frau gehabt. Er ist noch nicht mal da angestellt. Kassiert ein kleines Beraterhonorar. Das heißt, er arbeitet nicht? Doch, gearbeitet hat er schon. Ne? Ist er dort auch immer als Chef aufgetreten. Diese Eigenschaft hat er auch zugeschlagen. Ja, es gibt genug Buchungsbelege, die seinen Namen tragen. Aber rein rechtlich gesehen ist das alles Eigentum seiner Frau. Das heißt, wenn er und seine Frau sich scheiden lassen würden, dann blieb für ihn gar nichts übrig. Ja. Vorausgesetzt, es gibt einen Ehevertrag. Jemand, der in Geldingen so klare Grenzen zieht wie diese Ehefrau, der hat mit sowas gerechnet. Danke. Ja, damit. Mensch, Anna wird sich sicher dafür interessieren. Ja, ich bin mir sicher, sie findet das auch raus, ohne dass da meine Personalnummer und mein Behördenstempel drauf sind, oder? Wirst du Alex was sagen? Alex spricht nicht mit mir. Alex sagt, du redest nicht mit ihr. Hallo. Guten Tag. Zurück zum Chefbüro. Hier vorne links, bitte. Danke.
vertrete Thomas Winter und habe entsprechende Vollmachten. Ja, aber von so einer Akte weiß ich nichts. Ja, sehen Sie, deswegen steht auf dem Ordner wahrscheinlich auch privat. Darf ich? Das soll ein roter Ordner sein. Und Sie sind sicher, dass Sie eine Vollmacht haben? Das habe ich Ihnen doch alles längst erklärt. Ah, sehen Sie, da ist er. Danke. Ein roter Ordner und privat. Danke, ich komme zurecht. Was wird denn das hier? Tupper-Party? Wozu bin ich eingeladen? Frag doch den Veranstalter. Ist denn so wichtig, dass wir uns unbedingt treffen müssen? Freundschaft, das ist so wichtig. Der Tisch ist zweieckig, aber heute ist es der runde Tisch. Ach, das war deine Idee? Ja, rede mal mit ihm, rede mal mit ihr, rede mal mit denen. Ich dachte, ihr redet vielleicht selbst miteinander. Dabei pokern wir ein bisschen. Also ich hau ab. Ach, schon wieder auf der Flucht. Na, setzt euch. Wir sehen. Fünf rote. Mann, Ecki. Farbe heißt nicht, dass es alles rot ist. Farbe heißt entweder Herz oder Pik. Also oder Karo oder Kreuz. Oder Zwillinge, Drillinge oder vier gleiche. Genau. Und wie eine Straße aussieht, siehst du hier. Schätze, das reicht. Schätzen reicht nicht. Zählt, was man auf der Hand hat. Es zählen eben nur die Fakten. Sie können mich mal vor die Anwaltskammer zerren? Ohne Probleme. Können wir jetzt bitte weiterspielen? Ich würde gern meinen Einsatz zurückgewinnen. Keine. Zwei? Zwei. Leute. Ich nehme drei und setze ein anständiges Mordmotiv des Beschuldigten. Nur weil mein Mandant fremdgegangen ist? Der alte Hut? Ich setze Briefe, die das Gegenteil beweisen. Und 50 Cent. Da bin ich aber gespannt. 50 und noch 50. Deine Ablehnung trifft mich sehr, doch versüßt mir meine Hoffnung. Auf dich den Augenblick. Oh Gott, ist das schmalzig. Mhm. Die Nachbarin hat gelogen. Sie hat Thomas schmachtende Liebesbriefe geschrieben. Und die heftet er einfach so ab wie Quittungen? Da wart ihr beiden Genies mal auf dem Holzweg. Ich erhöhe um 50. Geh mit. Na, jetzt wird die mal richtig gespielt. 2 Euro. Hoppa, mutig, Frau Anwältin. Da geh ich mit. Ach, Alex, du bluffst doch nur. Da geh ich mit. Ecki, wir warten. Dein Einsatz. Er hat sicher diesmal gute Karten. Wieso? Man sieht's dir an. Ach ja, reichen 2 Euro? Und Alex, kommt nichts mehr? Es wäre noch zu klären, ob es einen solchen Mordfall schon mal gab. Oder so einen versuchten Überfall. Dann setze ich 5 Euro. In ganz Nordrhein-Westfalen gab's keinen vergleichbaren Fall. Du bluffst, Alex. Thomas Winter ist unschuldig. Der Mann hat übrigens noch ein Motiv. Dein Mandant erbt das gesamte Vermögen, auf das er ohne den Tod seiner Frau keinen Zugriff hätte. Wenn es einen Ehevertrag gibt? Darauf könnte ich setzen. Den Ehevertrag gibt es. Das habt ihr also rausgefunden? Bravo, bravo. 5 Euro. Und ich will sehen. Ich wusste doch, du bluffst. Könnte nicht einmal auf meiner Seite sein.
Alex, das ist kein Mannschaftssport. Ist vorbei. Zwei Zwillinge. Also, ich habe vier gleiche. Das wird ja wohl keiner überbieten, oder? Tut mir leid, der Topf gehört mir. Ich habe einen Royal Flush. Alex! Wir wollen doch nur, dass du das Richtige tust. Rampe. Danke. Herr Hillmann? Herr Hillmann? Und Sie sind? Georg Wilsberg. Hesse? Nee, Privatdetektiv. Ich arbeite für Ihren Chef. Ich habe da ein paar Fragen. Und ich habe ein paar Tonnen Mischbrot. Muss in 2 Stunden in Bielefeld sein. Hat ja damals ganz schön zugeschlagen, Ihr Chef. Ist das noch die Narbe? Das ist lange her. Warum haben Sie den nie angezeigt? Muss ich mit Ihnen reden? Wissen Sie, ich versuche nur, mir einen Eindruck zu verschaffen von Thomas Winter. Sie wollen wissen, ob ich ihm den Mord an Charlotte zutraue, hm? Einen gewissen Grad an Gewaltbereitschaft hat er ja bereits gezeigt. Es ging damals um was ganz anderes. Sie haben geklaut, er hat Sie erwischt. Blödsinn. Er wollte Eindruck schinden. Er wollte die Ballkönigin. Winter wollte Charlotte, die Tochter vom Chef. Winter hatte nichts. Er war nichts. Der Alte, der hat immer darauf geachtet. Worauf? Auf den Umgang der Tochter. Der alte Herr wollte für Charlotte nur das Beste. Die feinen Leute. Und Thomas Winter fiel da durchs Raster. Aber was hat denn das mit der Schlägerei zu tun vor der versammelten Belegschaft? Nein, vor allem vor dem Alten. Darum ging es ihm. Das war nach dem Geschmack vom Chef. Endlich mal einer, der so richtig durchgreift. 3 Wochen später hat der Scheißkerl um Charlottes Hand angehalten. Verstehe. Aber Sie arbeiten immer noch hier. Haben Sie einen besseren Job? Nee. Er hat Schmerzensgeld gezahlt, nachdem er Zugriff auf die Firmenkohle hatte. War ganz ordentlich. Naja, ist ja dann fast doch noch ein Happy End. Finden Sie. Thomas Winter übernimmt jetzt das Ruder. Gute Fahrt. Ach, was haben Sie eigentlich damals geklaut? Mischbrot? Gar nichts. Ich habe für Charlotte Privatfahrten gemacht. Dann habe ich wie immer ein paar Liter auf Firmenkosten in mein Auto getankt. Ach so. Für Thomas Winter war das nur eine gute Gelegenheit, sich beim Alten einzuschleimen. Wiedersehen. Ist was? Nö, wieso? Sind wir zufällig Kollegen? Tut mir leid, ich kenne Sie nicht. Warum verfolgen Sie mich dann? Ich Sie? Ich habe Sie was gefragt. Wo ist er? Wer? Wo ist er? Wer denn? Wo ist Thomas Winter? Ich weiß es doch selber nicht. Mann! Pass da auf, du Penner! Ist was passiert? Ja. Der Wagen scheint ja zumindest in Ordnung zu sein. Und Sie? Danke.
Probleme? Sind Wilsberg und Ecki denn weitergekommen? Ich habe die Briefe von Sabine Stetten gefunden. Ich glaube, ich muss mich bei Ihnen entschuldigen. Ihnen geht's nicht gut. Nein. Sie haben recht. Die Polizei scheint zufrieden mit dem, was sie hat. Es ist wirklich nicht einfach. Das macht es auch nicht gerade besser. Holtkamp? Ja. Mhm. Danke. Wiederhören. Eine Frau hat sich in meiner Kanzlei gemeldet. Sie will unbedingt mit mir sprechen. Ich habe es in der Zeitung gelesen. Mir ist nämlich das Gleiche passiert. Ich wurde auch überfallen. Wann war das? Vor 2 Jahren, 4 Monaten und 4 Tagen. Hier. Ein kräftiger, großer Mann. Er hat mir mit einem Seil die Hände gefesselt und mir eine Schlinge um den Hals gelegt. Ich konnte nicht schreien. Er wollte sie töten? Und dann hat es an der Tür geklingelt und er ist verschwunden. Und Sie haben nie Anzeige erstattet? Nein. Das möchte ich bitte auch nicht. Ja, das ist wichtig. Nicht nur für Sie. Ein Unschuldiger wird deshalb gerade von der Polizei gesucht. Nein, bitte. Ich hatte Todesangst. Ich konnte einfach nicht. Ich hab mir in die Hose gemacht. Und noch mehr Erniedrigung verkrafte ich einfach nicht. Und? Was haben Sie rausgefunden? Was hat die Frau gesagt? Sie wurde auch von einem Mann überfallen. Vor knapp 2 Jahren. Aber das ist ja... Das ist doch großartig. Das ist wunderbar. Damit können wir beweisen, dass es ein vorheriges Opfer gibt. Nein, können wir nicht. Eigentlich können wir gar nichts mit Ihrer Aussage anfangen. Sie will nicht zur Polizei gehen. Wir können nichts entkräften. Wir haben nichts, bis wir den Kerl gefunden haben. Sie tun sehr viel für mich. Ich wollte mich bedanken. Ist schon okay. Nein, wirklich. Sie bringen mich hierher. Sie glauben mir, obwohl vieles gegen mich spricht. Nicht nur meine Flucht. Ich weiß das. Und ich weiß das wirklich zu schätzen. Ich habe nur Sie, Alex. Na, Marc. Also, in aller Bescheidenheit, aber für ein Honorar wird das nicht reichen. Sie haben die Jukebox repariert? War keine große Sache. Mit deinem Wagen? Ja, genau die mit meinem Wagen und vor allem mit meinen Akten. Mann, Georg, die Jungs vom AFAGAMT, die haben mich echt am Arsch. Moment mal. Thalkötter, Finanzamt Münster. Georg Wilsberg, Privatdetektiv. Hallo, Ecki. Und was soll das jetzt wieder? Kannst du die Nummer auf dem Display sehen? Ja. Schreib sie auf und gib sie in die Rückwärtssuche ein. Das ist das Handy von dem Kerl, mit dem ich aneinander geraten bin. Ich brauche seinen Namen und seine Adresse. Und ich brauche deine Hilfe.
wenn die bei meinem Job hier rauskriegen, dass ich mit Steuerhinterziehern illegal gepokert habe. Und dabei Behördenakten verspielt hast? Ja, genau, eben. Danke. Also was ist jetzt? Ich habe den Kerl ziemlich aufgeschreckt. Der wird da bald auftauchen. Ich will seine Spur nicht verlieren. Also gut. Unter einer Bedingung. Du rufst bei Alex an und sagst ihr, dass du an dem Fall dran bist und dass du auch schon eine Spur hast. Komm, Georg, ruf sie an. Und sei nett. Hier steht alles drauf. Mike Gräber. Hallo? Hallo, Alex. Wir haben den Namen von dem Kerl. Ehrlich? Mike Gräber. Eckholzring 14, hier in Münster. Frag deinen Mandanten, ob ihm der Name was sagt. Oder ob er die Adresse kennt. Und ruf mich an. Warte mal, Georg, ich bin bei ihm. Mike Gräber, Eckholzring 14, sagt dir das was? Nee. Habt ihr eine Spur? Nee, Georg, tut mir leid, den Namen kennt er nicht. Aber es hat sich ein vorheriges Opfer gemeldet. Johanna Mahler. Sie wurde vor Jahren vermutlich vom selben Mann überfallen. Sie wurde vor Jahren überfallen und geht jetzt erst zur Polizei? Nein, eben nicht. Sie kann nicht, sie will nicht, sie hat Angst. Sie ist zu mir gekommen. Kannst du nicht mit ihr reden? Johanna Mahler. Na gut. Ich glaube, Ecki wollte sowieso allein zu dem Gräber. Also, sie wohnt in der Bremer Straße 42. Danke, Georg. Tschüss. Tschüss. Wie, was will ich, wo soll ich hin? Ecki. Ist wichtig. Der darf jetzt nicht untertauchen. Wie stellst du dir das vor? Ich habe einen Job hier. Noch. Ist doch viel besser, wenn du deinem Chef nicht über den Weg läufst. Passt doch. Übrigens, dieser Mike Gräber ist groß und kräftig. Nur damit du ihn wiedererkennst. Tschüss. Siehst du, alles wird gut. Das heißt, ich kann zur Polizei gehen. Kein Versteckspiel mehr. Ja. Also gut. Ich brauche noch was Neues zum Anziehen. So kann ich ja nicht bei der Springer erscheinen. Oder? Ja, aber lass mich das besorgen. Nicht, dass die Fahndung dich im letzten Augenblick greift. Das wäre nicht dasselbe, wie sich zu stellen. Danke. Tschüss. Mein Name ist Wilsberg. Frau Holtkamp hat mich gebeten, noch ein paar Fragen zu klären. Darf ich? Ja. Drei Schlösser. So gefährliche Nachbarschaft? Nein, das nicht. Aber die letzten Jahre waren nicht leicht für mich. Weil dieser Mann noch immer nicht gefasst ist. Warum gehen Sie eigentlich nicht zur Polizei? Sind Sie deshalb hier? Naja, ich verstehe es einfach nicht. Der Mann verfolgt Sie seit Jahren und Sie selber unternehmen so wenig. Ich habe mich anders geschützt. Mit den Schlössern? Oh, die sind doch ziemlich neu, die haben Sie auch erst vor kurzem angebracht. Dieser Kerl ist ja auch erst seit kurzem wieder aufgetaucht. Aber diese Angst, die haben Sie auch schon seit langem. Ja, aber ich konnte nicht. Ich war wie gelähmt. Ist doch ein Grund mehr, zur Polizei zu gehen, sonst werden Sie diese Angst nie wieder los. Haben Sie mal daran gedacht, was passieren würde, wenn er nicht verurteilt wird? Wenn die Beweise nicht ausreichen? Was dann? Er wäre auf freiem Fuß und wüsste, wo er mich findet. Kennen Sie das Gefühl, hilflos zu sein? Ja, das kenne ich. Aber finden kann er sie auch jetzt noch. Ich hätte mir nie vorgestellt, das mal zu sagen, aber ihre einzige Chance ist die Polizei. Thank you.
Ecki? Georg? Ja? Hör zu. Ich bin... Scheiße. Hey! Da ist er geholt. Ach, war ich zu schnell? Nein, aber das rundet die Sache sicher ab. Wer fährt? Wer fährt? Ich? Nein, Sie können ja nicht fahren. Sie essen, Sie telefonieren und Sie sind nicht angeschnallt. Verstehe. Fahrzeugpapiere, Führerschein und Ausweis bitte. Da muss ich passen. Kann ich Ihnen sonst irgendwas anbieten? Ja, wie wär's denn zum Beispiel mit dem Wagenschlüssel? Geht leider auch nicht. Sandwich vielleicht? Ihr Auto? Ist das jetzt so wichtig? Im Moment noch nicht. Sie fahren ja jetzt mit uns. Ich nehme Sie fest. Hast du denn jetzt wirklich übertrieben? Sofort aussteigen. Und zwar so, dass ich Brötchen und Telefon in Ihren Händen sehe. Hallo? Hallo? Hört mich jemand? Hallo? Hier raus oder bist du nur Besuch? Ich genieße den Anblick und frage mich, ob das nicht die dauerhafte Lösung wäre für all die Probleme, die ich ständig mit dir habe. Ich kann das alles erklären. Du kannst immer alles erklären, Georg. Aber wie immer wird mir deine Erklärung nicht gefallen, oder? Diesmal vielleicht schon. Ecki verspielt sein Auto und du klaust dir darum ein neues. Es leuchtet ein. Freut mich, dass du dich amüsierst, aber du verdrehst die Fakten. Du willst Fakten? Kannst du haben. Hallo? Hallo? Können Sie mich hören? Ich steck hier fest! Das Labor ist sicher. Passt zu den Faserspuren am Opfer. Und 2,10 Meter lang. Das Tatwerkzeug. Wo habt ihr das her? Die Fragen kommen von uns. Und nicht von dem in Handschellen. Also, woher hast du das? Ich? Es lag im Kofferraum des gestohlenen Autos. Neben allerlei Einbruchsgegenständen. Übrigens eine sehr professionelle Ausrüstung, wie die Kollegen gesagt haben. Wo soll ich denn wissen, wie der Saal da reinkommt? Anders gefragt, von wem ist das Auto? Das ist eine lange Geschichte. Wilsberg, wir haben Zeit. Und du hast heute auch nichts mehr vor? Wir haben Fingerabdrücke im Auto gesichert. Die werden jetzt von der Spurensicherung mit der Datenbank abgeglichen. Wir wissen den Namen bald. Ich weiß den Namen jetzt schon. Ach. Und auch den des vorherigen Opfers. Wer schließt auf? Overbeck. Thomas? Thomas? Mensch, wo bist du nur gewesen? Für dich? Ich hab's hier oben einfach nicht mehr ausgehalten. Ich bin ja nur ums Eck gegangen. War das Risiko wert? Hallo!
Fahrstuhl! Ich steck hier fest! Hilfe! Hier ist aber nicht Wüstenecke. Ja. Wen suchen wir denn? Gräber, Mike, Gräber. Okay. Hier ist es. Aufmachen, Polizei! Aufmachen, Polizei! Hast du keiner zu Hause? Lass uns nicht. Nee, Oberbeck. Georg, mach du das. Also ich weiß nicht, ob das jetzt in Ordnung ist. Wir werden jetzt darüber nicht diskutieren, Oberbeck. Herr Gräber? Herr Gräber? Chef? Er ist doch zu Hause. Oberbeck, rufen Sie die Spurensicherung an. Wir haben einen Suizid. Und dann kümmern Sie sich um den Lift. Ich habe keine Lust, noch mal 20 Stockwerke zu gehen. Selbstmord? Die Tatortanalyse überlässt du besser Profis. Ich dachte, Beamte schlafen nur im Büro. Und ich dachte, Privatdetektive schlafen nie. Hallo. Danke. Warum hat das so lange gedauert? Was ist denn hier los? Mike Gräber. Anna glaubt, es ist Selbstmord. Was glaubst du? Ja, das war er. Dann gibt es noch diese Zeugenaussage zu unterschreiben. Bitte schön. Danke. Wie nah Sie können gehen? Wiedersehen. Ja, wiedersehen. Danke. Sie haben uns sehr geholfen. Das heißt, es ist vorbei. Ja, die Fakten sprechen für sich. Das habe ich alles dir zu verdanken. Danke. Sehen wir uns wieder? Ich bin raus. Und du bist pleite. Georg kann einfach nicht verlieren. Fang nicht schon wieder an. Alex, warum ist dein Mandant weggelaufen? Erzähl mir nicht, er hätte Platzangst, aber in meinem Schrank ist Platz genug. Ach, der Kerl war doch hier? Der Fall ist geschlossen, Georg. Du liegst falsch. Das passiert dem Besten. Alex hat recht. Das Seil, mit dem sich Mike Gräber aufgeknüpft hat, hatte denselben Knoten wie das Seil, das wir im Kofferraum von dem gestohlenen Auto gefunden haben. Aber warum hebt er das Seil überhaupt auf in der Tüte? Vielleicht wollte er es noch mal wieder benutzen. Die Maler beschreibt übrigens den gleichen Knoten. Und warum ringt er sich um? Weil unser Pokergenie im Fahrstuhl feststeckt? Fahndungsdruck? Du hast ihn aufgeschreckt. Also er prügelt sich mit mir, rennt dann nach Hause und hängt sich schnurstracks auf. Der Mann war krank. Ah, verstehe, der Klassiker, Frauenmörder gleich Psychopath. Ja, warum denn nicht? Anna, Psychopathen folgen bestimmten Mustern. Ja, die keiner versteht, das ist ja das Kranke daran. Aber Psychopathen haben ähnliche Opfer. Unsere waren total verschieden. Die eine wohnt im Reihenhaus, die andere in der Luxusvilla. Die eine war groß und blond, die andere, soll ich weitermachen? Er kann nicht verlieren. Hat doch verloren. Die Sache ist doch erledigt. Thomas ist frei. Was kann ich noch für Sie tun? Es gibt eine Kleinigkeit, die mich sehr beschäftigt. Und zwar? Thomas Winter sagt, Sie hatten gar keine Affäre. Und das bereitet Ihnen schlaflose Nächte? Ja.
Aber Sie haben mir gesagt, Thomas hätte Ihnen davon erzählt. Das war gelogen. Entschuldigung. Verstehe. Und Sie? Haben Sie auch gelogen? Nein. Wir hatten ausschließlich perfekten Sex. Im Haus, im Garten, im Auto. Benötigen Sie Details? Erkennen Sie diese Handschrift? Der Scheißkerl hat die Briefe aufbewahrt? Aus dem Inhalt geht hervor, dass nichts zwischen Ihnen war. Was hätte Thomas wohl heute gern? Er will nie mehr was mit mir zu tun haben. Das habe ich schon begriffen, als er neulich nicht zu mir kam. Neulich? Vor ein paar Tagen. Nachts. Ich habe in seinem Haus Licht gesehen. Ach, er war zu Hause? Nehme ich an. Wer sonst sollte da gewesen sein? Das heißt, Sie haben ihn nicht gesehen? Nein. Frau Stetten, warum schreiben Sie solche Briefe? Das war am Anfang, Herr Witzberg. Was du nicht kriegen kannst, begehrst du umso mehr. Seine Masche. Ach so. Was verboten ist, macht mich besonders scharf. Er ließ mir das Gefühl des Triumphes. Herr? Thomas Winter hat Nein gesagt. Wie haben Sie ihn rumgekriegt? Glauben Sie mir. Ich habe meine Argumente. Thomas Winter hat gelogen. Natürlich hatte der eine Affäre. Sabine Stetten hat gesagt, dass... Ist mir scheißegal, was sie sagt. Ich glaube, Thomas. Alex. Ich find's echt so traurig. Du kannst dir nie einen Fehler eingestehen, Georg. Es geht mir gar nicht ums Recht haben. Ich glaube, so ein Typ wie Thomas Winter ist dir von vornherein schon unsympathisch. Quatsch. Doch. Fabrikant, gut aussehend, Geld. Eine tote Frau. Dein Zynismus kannst du dir sparen. Der geht mir eh total auf die Nerven. Alex, ich mache mir Sorgen um dich. Sorgen, dass dein Anspruch auf Allwissenheit verloren geht. Ich denke, den Zynismus wollten wir uns sparen. Dann kannst du mal sehen, was aus einem wird, der jahrelang mit dir zusammengearbeitet hat. Alex, pass auf dich auf. Du kennst mich doch. Eben. Ich werde gestehen müssen, eine Disziplinarstrafe ist besser als dieses Versteckspiel. Geht eh nicht gut. Du meinst die Akte aus dem Haverkamp? Was willst du eigentlich hier? Bestechung durch einen Steuersünder? Nein. Ach, von Thomas Winter. Hat er sich ja nicht lumpen lassen. Ja, typisch für ihn. Großkotz. Wieso, ist doch nett. Wusstest du eigentlich, dass Alex sich mit Thomas Winter trifft? Ich meine auch jetzt noch. Immerhin hat er einen riesen Betrieb geerbt. Ist doch klar, dass er ein bisschen juristischen Beistand braucht. Außerdem sind es keine kleinen Brötchen, die der backt. Wie immer. Er bekommt die Schulschönheit. Damals Johanna und heute Alex. Johanna? Ja. Die schöne Johanna. Hier. Ein altes Abi-Heft. Wie ist das Mädchen? Johanna, sag ich doch. Ecki, der Nachname. Baumann. Steht hier. Wie heißt denn heute? Maler. Ey, die haben uns verarscht. Die haben uns sowas von verarscht. Wer denn? Der Großkotz und deine Schulschönheit. Natürlich kennen Sie Thomas Winter. Nein. Sie sind nie zur Polizei gegangen, weil Sie nie überfallen worden sind. Verschwinden Sie aus meinem Haus raus! Ich muss mir das nicht länger anhören. Hallo, Johanna. Du kennst Thomas schon seit deiner Kindheit. E.T.? Eckhart? Was? Becky, genau. Es ist vorbei, Johanna. Scheiße. Wo kommst du denn auf einmal her? Verschwinde! Ihr wart schon immer zusammen, du und Thomas Winter. Die ganze Zeit. Es ging von Anfang an um das Geld der Bäckerstochter. Du kannst uns gar nichts. Thomas hat dich benutzt. Schon immer. Wir lieben uns. Ja, genau. Er hat dir Rosen geschenkt, nicht wahr? Rote Rosen für sie, rote Rosen für die Nachbarin. Eine ganze Menge Rosensträuche für jede sich bietende Gelegenheit. Thomas hat keine anderen Frauen. Waren Sie ja nicht dabei?
Haben Sie ihm geholfen bei dem Mord? Wir lieben uns. Warum nicht einfach nur ein Alibi? Du hättest doch sagen können, der Mann hat seine Frau nicht umgebracht. Er war bei mir. Ja. Aber? Die Polizei war plötzlich da. Da war ein Einbrecher. Den die Nachbarin gesehen hat. Und Thomas Winter konnte nicht mehr weg. Also Plan B. Da ist ein fremder Kerl im Garten. Der war ja wirklich da. Mike Gräber. Ist inzwischen auch tot. Er hat uns erpresst. Und wir sollten ihn finden für Thomas Winter, damit er ihn umbringen kann, was natürlich nicht geht aus der U-Haft. Deshalb die Flucht, das ganze Theater. Eine neue Rolle für dich. Stimmt's? Ihr könnt nichts tun, der Fall ist abgeschlossen. Wir stehen erst vom Tisch auf, wenn wir gewonnen haben. So lange läuft das Spiel. Genau. Alex. Hallo? Ich bin's, hör zu. Ecki, ich habe jetzt überhaupt keine Zeit, ich arbeite. Jetzt noch? Du bist doch nicht etwa bei Winter, oder? Du, lass uns morgen sprechen, ja? Tschüss. Was hast du da? Ist das mein Fall? Ja, ich muss noch ein paar Formalitäten klären. Kleinigkeiten. Erzählst du mir davon? Ich habe ein paar Daten verglichen, aber es ist auch nicht so wichtig. Mir ist es wichtig. Johanna Mahler sagte bei ihrer Aussage, sie wäre am 4. März überfallen worden. Sie konnte sich ganz genau an das Datum des Überfalls erinnern. Tja, ist doch nicht verwunderlich. Nach so einem Schock, oder? Ja, aber Mike Gräber saß am 4. März im Gefängnis wegen eines Einbruchs. Er konnte Johanna Mahler gar nicht überfallen haben. Dann hat sie sich geirrt. Sie irrt sich? Bei so einem Erlebnis? Glaube ich nicht. Die Frau ist nicht die hellste. Du hast sie doch gesehen. Blond und ein bisschen blöd. Sie hat sich geirrt. Du kennst Johanna Mahler. Schade, Alex. Hätte schön werden können mit uns. War mein Fehler. Entschuldige. Mike Gräber hat gar nichts getan. Doch. Er hat mich gesehen. Und die Nachbarin? Die Briefe? Tja, die Briefe waren eine Zeit lang Gold wert. Selbst Charlotte hat mir erst geglaubt. Dann hat sie mich erwischt. Sie wollte sich scheiden lassen. Siehst du? Du verstehst das. Los, aber sofort! Geh aus dem Weg oder deine Freundin ist tot. Wenn du ihr was antust, dann bring ich dich um. Hier und jetzt! Du? Eti? Mach dich doch nicht lächerlich. Komm, geh nach Hause. Alex! Was machst denn du da? Ich könnte dir das verdammte Schuljahr aus ihm rausprügeln, Jahr für Jahr. Du bist doch schon bei der Obersekunde angekommen. Merkst du nicht, dass der Kerl seit den Schlägen für die Untertertia nicht mehr zuhört? Ich hab wirklich gedacht, du blöffst. Ich kann nicht blöffen, das weißt du doch. Zwei.
Nein. Ihr seid wirklich nur Euflasch. Also, wer von euch will mit mir tanzen? Georg, du warst doch in der Tanzschule. Tough Guys Don't Dance. Hä? Harte Männer tanzen nicht. Außerdem hättest du viel mehr Grund dazu. Du, ich bin auch tough. Es war echt so eine geniale Idee, das Ding vom Dachboden zu retten. Wie seid ihr darauf gekommen? Dialektik des Widerspruchs. Wenn die Guten nichts tun, gehört die Welt den Bösen. Siehst du das auch so, Ecki? Hör nicht auf ihn. Der blufft nur. Hey! I see your face before me as I lay on my bed.